Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind kurz vor unserer ersten Mission, sprechen gerade mit dem Captain und Nihilus und ja, Nihilus hat uns gerade offenbart, dass die kommende Mission alles andere als ein Testflug sein wird, wie es ja eigentlich angekündigt war, aber hallo, da ist ein Spectre an Bord, das geht nicht, ne? Deswegen ist es keine Überraschung für uns. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Systeme, ja? Ja, warum so geheimnisvoll? Ja, und was sollen wir bergen? Nee, komm. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratsektor betreffen. Warum dem Rat erzählt? Sie klingen besorgt, ist in der Tat so. Wir brauchen Ihre Hilfe. Komm, kein Spectre beleidigen. Ich bin froh, dass Sie helfen. Zack. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihilus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Was soll das? Warum? Ich hätte es wissen sollen? Nee, warum? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn Sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Gyllianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch Ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich Sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. What? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Jo, was sagt der Captain dazu? Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihilus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay, untersuchen. Tja, was gibt's denn über die Proteaner zu erzählen? Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien.
Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Okay. Was ist mit dem Sender? Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Okay, dann sind wir mal bereit, ne? Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen! Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Oh Mann. Warnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Tja. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. So, was gibt's denn im Tagebuch? Den Sender finden, okay. Boah, das schaffen wir. Aufträge? Keine Aufträge. Gut. Codex, ja. Okay. Die Allianz. Gut, da gibt's was Neues. Ui. Vor 50.000 Jahren waren die Proteaner das einzige weltraumfahrende Volk der Galaxie.
Sie wurden durch einen schnellen Vernichtungsschlag in der gesamten Galaxie ausgelöscht. Nur die Erbstücke ihres Reichs zeugen noch von ihrer Existenz. Es wird angenommen, dass sie die Massenportale und die Zitadelle erschaffen und damit zahllosen Völkern das Reisen und die Bevölkerung der Galaxie ermöglicht haben. Proteanische Ruinen finden sich auf einer Reihe von Planeten in der ganzen Galaxie. Diese seltenen Fundstücke sind oftmals ungeachtet ihres hohen Alters in bemerkenswert funktionstüchtigem Zustand. Ganze Generationen von Plünderern haben ihre vernichteten Städte und verlassenen Stationen durchforstet. Es gibt zudem Theorien, dass die Proteaner eine Rolle bei der Evolution der jüngeren Völker gespielt haben sollen. So finden sich zum Beispiel auf Kajay, der Heimatwelt der Hanar, deutliche Zeugnisse proteanischer Zivilisation. Und die Entdeckung eines proteanischen Observierungspostens auf dem Mars führte bei den Menschen zu einem erneuten Interesse an der Interventionsevolution. Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass die göttlichen Mythen antiker Zivilisationen in Wahrheit Begegnungen mit Außerirdischen darstellten. Das, ja, Verschwörungstheoretiker sagen das ja auch tatsächlich im wahren Leben, so teilweise, manchmal. Die Terminus-Systeme befinden sich auf der abgelegenen Seite der Attika-Traverse, noch hinter dem vom Zitadellrat verwalteten und von der Allianz beanspruchten Bereich. Dort leben nur einige unbedeutende und zerstreute Völker, die sich einzig darin einig sind, die Autorität des Rates und die Ratskonventionen nicht anzuerkennen. Aber diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. In den Terminus-Systemen lodern immer wieder Konflikte auf. Aufgrund der ständig wechselnden Regierungen und Diktaturen sind Kriege unter den dortigen Völkern an der Tagesordnung. Die Region gilt als Paradies für illegale Aktivitäten, maßgeblich Piraterie und Sklavenhandel. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte aus den Terminus-Systemen die nahegelegene Attika-Traverse an. Diese Angriffe stellen normalerweise kleinere Raubzüge gegen unzureichend verteidigte Kolonien dar. Der Rat reagiert nur sehr selten auf diese Übergriffe, da regelmäßige Patrouillen in den Terminus-Systemen die dortigen Völker provozieren könnten, sich zu vereinigen und einen langen und verlustreichen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu beginnen. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt wird hier schon wieder irgendwo gebohrt. Ich hab hier keine Woche, wo mal nicht gearbeitet wird in irgendeiner Nachbarwohnung hier. Das ist tierisch nervig. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu laut jetzt, dass ich das irgendwie rauskriege. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Das gibt's doch echt nicht. Vor allem jetzt kurz vor eins am Mittag, ja. In 10 Minuten ist hier Mittagsruhe. Das kann auch irgendwo echt nicht angehen. Hier leuchtet nichts, also kennen wir das alles schon. Also unmöglich, wirklich unmöglich. Riecht nach. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay. Oh Gott, was war hier los? Frag ich mich auch, aber es sieht schon krass aus, oder? Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Was seid ihr? Das war die falsche Waffe. Die wollte ich. Zur Hölle sind das für Dinger. Verdammt! Verdammt! Ja, ich hab doch geschossen. Bleib doch mal ruhig. So, zufällig weiß ich, dass es ganz gut ist, wenn wir hier hinten hinlaufen. Oh, Waffe können weg. Was liegt vor uns? Ja, guck mal. Zack! Waffen-Upgrade, das verbesserte Visier. Nein, wir wollen es nicht auf Universalgel reduzieren. Codex. So, Upgrades. Waffenrüstung und Ausrüstung. Die Entwicklung von Universalwerkzeugen mit Fertigungsfähigkeiten ermöglicht der modernen Armee eine signifikant höhere Flexibilität bei der Ausrüstung. Zusätzlich zur Standardausrüstung ist eine große Zahl individueller Modifikationssets, Upgrades, verfügbar. Waffen, Rüstung, Universalwerkzeuge, biotische Verstärker und sogar Granaten. Ein Upgrade besteht üblicherweise aus weniger als einem Dutzend Einzelteilen und einer optischen Speicherdisk. Oh, das Ding da oben, das nervt so. Warum zeigt er das andauernd an? Ich verstehe es nicht. Wozu? Wie oft will er das anzeigen? Naja, egal.
Über die in ein Universalwerkzeug eingelegte OSD lassen sich alle technischen Daten zur Herstellung von Werkzeugen und zusätzliche Informationen zur Montage der Upgrades herunterladen. Der Zusammenbau erfolgt normalerweise im Modulverfahren und dauert weniger als eine Minute. Oh, das war schon. Die Universalwerkzeuge können auch Materialien verarbeiten, die auf dem Schlachtfeld abfallen. Dazu zählen zum Beispiel Plastik, Keramik und Leichtmetalle. Diese werden in ein Universalgel für spätere, schnelle Anwendung verwandelt. So kann ein Soldat mit einem Mondset seine Ausrüstung vor Ort und entsprechend der taktischen Situation anpassen. Klingt doch gut. Was soll es da oben? Ich verstehe es nicht. Wie oft will der das denn noch anzeigen? Jedes Mal. Da wozu? Nebenspieler. Ach so. Ja gut. Oh. Echt jetzt? Gebe das alles mal durch. Als ob es jetzt... Nee. Ja, super. Ich weiß, wie man steuert. Warum? Ich verstehe nicht. Nun ja. So, dann gehen wir mal da lang. Heftig, oder? Guck mal, da oben raucht es. Ich finde es also dafür, dass das Spiel... Ich weiß gar nicht mehr, von wann das Original ist. Oh Gott, was ist hier geschehen? Gute Frage, wiederholt sich aber. Es sieht einfach schön aus. Also klar, das ist hier alles ein bisschen arg kantig und so weiter. Aber ich finde es gut. Ja, es gefällt mir. Ach du, meine Güte. Oh oh. Jenkins. Echt jetzt? Treffen müssen wir können. Hey, bleib so. Na, geht doch. Stufenaufstieg. Moment. So, da gibt's das. Okay. 6 Punkte verfügbar. Sturmgewehr finde ich gut. Pistole mag ich nicht so. Panzerung ist auch gut. Wobei wir das irgendwann auch vielleicht wollen, weil das ist nicht verkehrt, das Schmeicheln. Schmeicheln mag ich immer sehr. Neue Dialogoption hier natürlich auch beim Einschüchtern. Und das, machen wir erstmal hier. Das ist auch okay. Schildboost. Super, das ist gut. Und dann kommen hier die anderen zwei rein. Finde ich immer ganz nett. Der ist alleine aufgedingst, ja. So. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Okay, hier liegt nichts rum, ne? Dann gehen wir mal zum armen Jenkins. Richard L. Jenkins. Oh Mann, was muss der auch so vorrennen? Trottel. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir können ihm nicht helfen. Vergessen Sie ihn. Er verdient ein Begräbnis. Natürlich. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Na, geht doch. Oh, schon der Kodex-Eintrag? Da. Kinetische Barrieren, die allgemein nur Schilde genannt werden, bieten effektiven Schutz gegen die meisten Massenbeschleunigungswaffen. Die Wirkungsweise ist dabei für Schiffshüllen wie für die Kampfanzüge der Soldaten die gleiche. Die kinetischen Barrieren sind Repulsiv-Masseneffektfelder, die von Emittern genährt werden. Die Barrieren dämpfen den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen, ermöglicht es dem Träger aber, sich hinzusetzen, ohne den Stuhl unbeabsichtigt wegzuschieben. Die Schutzschilde durch kinetische Barrieren bieten keinen Schutz vor extremen Temperaturen, Giften oder Strahlung. Aber sie sind schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, was das soll. So, ich scroll jetzt hier einfach mal überall runter. Vielleicht ist das Ding dann beruhigt da oben. Warum?
Ich verstehe es nicht. Ohne Mist, ich verstehe es tatsächlich nicht. Es ist die 13. Bestimmt, weil da gerade 13 Dinger drin stehen. Das kann nur daran liegen. So, und jetzt? Ach, ist das nervig. Naja, was will man machen? Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. What? Welche Ziele? So. Huch. Treffen müssen wir können. Ich speichere mal kurz zwischen. So. Hey. Huch. Können wir nicht drüber schießen? Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Alles klar. Upgrade-Kit. Rüstungsupgrade, Schockabsorber und Panzerungsplatten. Alles nehmen. Gehen wir da mal rein. So, neue Waffen haben wir noch nicht. Oder haben wir hier irgendwelche Upgrade... verbessertes Visier. Das nehmen wir gerne mit. Haben wir hier was? Nee. Die zweite Mod, also Munition. Und hier ist das für die Waffen direkt. So. Ansonsten haben wir nichts mehr, würde ich sagen. Rüstung. Panzerungsplatten. Ist irgendwie bei der Rüstung noch nicht so, aber gut, das ist eins. Das ist ja Physiklimit. Aha. Mehr Schutz gegen Aufprallkräfte wie durch Explosionen. Schadensschutz. Wir nehmen mal das. Und der gute Caden kriegt das. Wir sind nicht so. So. Das erste, was wir hier so immer kriegen, das ist eh. Na, es wird noch besser, klar. Wie in jedem. Feindberührung! Ja. So, du kommst trotzdem erstmal weg. Zack. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt aus irgendwelchen Gründen abschießen müsste, aber... Huch. So. Aber ich mach das einfach mal. So. Hat hier hinten irgendwas? Da hinten. Ich glaube, wir sind fertig, Commander. Ja, ich bin auch fertig. Mit der Welt gerade. So. Gucken wir uns hier mal schön um. Nicht, dass wir irgendwas... übersehen, Medizinkit. Wir können leider nicht sprinten, wenn wir nicht im Kampf sind. Ach hey, das hätte denen mal geholfen, glaube ich. Ne? Medigel, schön. Gehen wir mal hier hoch. Oh oh. Alter, Finne. Drecksäcke. So. Der Gate-Schütze, wie es hier so schön heißt. Ich nenne sie lieber die Geth. Danke für die Hilfe, Commander. Jederzeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Ja. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind Sie jetzt hier?
Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Na, was gibt's denn zu den Geth zu sagen? Ach Gott. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht-organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei Ihnen. Vielleicht haben Sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Das mit den Wissenschaftlern haben wir ja schon mal gefragt. Und der Nihilus, der Gute? Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Los geht's. Los geht's. Ja. So, eine Pistole und panzerbrechende Munition. Schön. So. Ja, ja. So. Diese Tutorials, die sind teilweise echt ein bisschen nervig, weil die wirklich keinen interessieren. Hat mehr Schaden, die Schüsse bei Hitzelimit. Boah, nutzen die eh nicht oft. So. Da haben wir aber keine Mods mehr, ne? Ja, ja. Zurück. Gut. Schockabsorber. Ja, nö. Da geht's. Gut. Dann gibt's hier auch noch was zu sammeln. Sehr schön. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Mhm. Ja, ist schlichter. Für ihn wäre es besser. Sie hat eh. Dann kriegt er das mal angezogen. So. Wir haben das Upgrade direkt mit rüber genommen. Das kann man machen, wenn man neue Rüstung anzieht. Was ganz nett ist. Oh, das ist so abartig brutal. Der arme Kerl. Oh. Drecksack. So, ich ahne es doch schon wieder. Drüben. Da. Den hätten wir. Da, hat sich brav gezeigt. Der zeigt sich. Oh Gott. Hätten wir. Juhu. Na, oh, da ist noch einer. So. Hätten wir den Drecksack. Opfer aufzuspießen, statt sie zu erschießen. Dafür muss es einen Grund geben. Klassische psychologische Kriegsführung. Sie setzen Terror als Waffe ein. Wir sollten weiter, Commander. Ja, 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 immer mit der Ruhe. Schrotflinte, Präzisionsgefähr. Ui. Ui. Ja, och. Ja, das ist okay. Präzision ist jetzt nicht ganz so doll, aber... Präzisionsgewehr. Der Hammer. Oh. Mhm. Für ein Präzisionsgewehr ist die Präzisionseinstufung echt mies. Macht aber definitiv mehr Schaden.
Wir versuchen es mal damit. Ist rot. Schön. Würde das aussehen? Oh, nö. So, für den Reaper. Was hat er da so alles im Angebot? Ah, kriegt er das? So. Hier glaube ich auch Avenger 1. Okay. Schrotflinte. Haben wir alle das gleiche gehabt. Ha, das Beste ist, da sollen wir hin. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Gut, da gehen wir dann gleich mal hin. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay, gut. Aber da gehen wir erst in der nächsten Folge hin. Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann machen wir das erst in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.